Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Yoshi's Island DS. Im letzten Part ging es los mit Welt 5 und den ersten beiden Leveln. Und die waren ganz, ganz spaßig und total einfach. Und jetzt geht's weiter mit Level 5-3. Und das wird bestimmt genauso einfach. Ich hab Angst. So, Welt 5-3. Das Dorf der Speertänzer. Mhm. Genau, wir haben am Ende vom letzten Level auch schon Speergeist gesehen. Und jetzt hier auch. Aber das sind nochmal andere Arten von Speergeist. Aber ja. Willkommen im Dorf der Speertänzer. Hier sind alle immer quietschfidel, freundlich und furchtbar spießig. Wunderschön. Okay. Aber das Level scheint auch ein bisschen langsamer dann zu werden. Ich habe halt immer noch panische Angst, wenn nochmal ein Level so ähnlich wird wie Level 5.1 vor allem. Weil das war schon ziemlich verrückt. Und das hier scheint wieder etwas ruhiger zuzugehen. Okay, DK wäre natürlich nicht schlecht. Am Anfang war ja gleich ein Wechselstor. Ich glaube, DK ist ja allgemein ganz gut, weil das ist auch wieder ein Dschungellevel. Und da ist eher nie verkehrt, weil es da auch häufiger Lianen gibt und so. Ah ne, war kein Wechselstor. Echt? Ich dachte, da wäre einer. Naja, dann halt nicht. Muss ich halt noch warten. Ja, wo soll ich jetzt überhaupt hingehen? Schon die Frage. Ich gehe erstmal hier rein. Ist das ein Minispielhaus oder wie? Aber ohne Schlüssel? Ne, so ein kleiner Bonusraum. Okay. Bisschen weird. So, ich fress euch mal alle auf. Mal kurz Hausfriedensbruch begehen und auch noch alle töten. Jawohl. Die kann ich auch nicht runterschubsen, diese Vasen hier. Mit denen kann ich gar nicht interagieren. Und hier zu den Boxen komme ich auch nicht hin. Ja. Ja. Warte, ganz kurz, ist da oben was? Moment, das könnte sein. Nee. Okay. Interessant. Einfach so ein kleines Haus. Aber warum nicht? Okay, jetzt kann ich mal hier nach unten fahren. Wofür ist die Liane eigentlich dann da, frage ich mich gerade. Weil ich meine, den Sprung schafft man ja auch so. Hier. Das ist machbar. Kann man hinkriegen, den Sprung. Keine Ahnung. Oh Gott. Ne? Ah, geh weg. Okay. Genau, man kann die eben nur von hinten halt treffen, wenn sie ihren Schild nicht gerade vor sich haben. Mit der Zunge kann ich da nicht wirklich viel machen, sie nur so ein bisschen zurückdrängen. Mit dem Ei kann ich sie, glaube ich, auch nur zurückdrängen. Genau. Ja, sogar mit Zunge genauso viel wie mit Ei. Oh Gott. Boah, der Soundeffekt von dem da oben. Aber von hinten kann ich halt sie entweder auffressen, oder auch sie mit dem Ei dann besiegen. Okay, wieder ein Haus wahrscheinlich. Ja, mit einer Blume sogar. Ah, und hier ist auch was. Ja, ist ja richtig komisch irgendwie. Irgendwie auch ganz cool, aber mit den Häusern, in die wir hier reingehen. Aber halt auch was... Was ganz anderes. Ich glaube, in den Eimern ist nie was Wichtiges drin. Da sind halt Münzen drin. Aber... Ja, das lasse ich mal. Da ist ziemlich sicher nie was Wichtiges drin. Deswegen, ja. Eine Blumenvase und eine Lore ist da. Okay. Aber da komme ich ja nicht hin, da links unten. Auch eine interessante Einrichtung. Einfach eine Lore zu Hause abstellen. Der hatte nicht mal ein Klo oder so. Aber eine Lore ist natürlich wichtiger. Ja, ja. Okay. Rechts vom Pferd ist. Den hätte ich gerne. Oh Gott. Ja. Ja, die will ich aber auch haben. Ja, ich muss nochmal kurz einmal warten, bis das nochmal einmal da im Kreis gegangen ist, die Plattform. Okay. Wo kann ich den Schlüssel überhaupt einsetzen? Da unten? Ne, da unten ist nur der Tod. Ja, da oben wird dann schon irgendwo eine verschlossene Tür sein. Denke ich mal. Ich glaube aber schon, dass ich den brauche. Achso, da gleich, okay. Vielleicht ist das jetzt wirklich ein Minispielhaus. Ich probier's nochmal gleich erst aus. Ich bleib erstmal kurz hier. Oh Gott. Ja, nicht so schlimm. Passt schon. Okay. Ja, verdammt nochmal. Geh mal weg jetzt. Okay. Erstmal die Bühne abschießen. Die hätte ich gerne. Passt. Und ich gehe nochmal hier nach unten kurz. Weil da sind auch noch Münzen. Und hier ist auch noch was. Okay, keine rote. Und hier. Hier ist auch noch eine. Okay. So, ich muss leider aber nochmal warten, weil die Plattform jetzt, wo sie gerade irgendwie oben ist. Da ist sie wieder. Okay. Weil es muss dann eigentlich so sein, dass das Haus dann da oben mit der verschlossenen Tür, dass das der richtige Weg ist. Weil sonst habe ich jetzt hier keinen anderen Weg mehr gesehen überhaupt. Also da oben geht es anscheinend weiter. Okay. So. Mhm. Ja, vielleicht. Ja, ist ein größeres Haus auf jeden Fall. Das ist echt eine lustige Idee. Gefällt mir mit den Häusern hier. Bewachst du irgendwas?
Irgendwas Geheimes? Nein, okay. Hier oben aber, da ist eine Münze, ganz in der Ecke. Wie sieht es eigentlich aus bisher? 7 und 2. Okay, da fehlt schon noch einiges. Was macht der Steiger da oben? Wird fast aufgespießt, aber pennt erstmal eine Runde. Ich kann die Kamera hier wieder nicht switchen. Das ist ja doof. Okay, aber hier ist auch nichts, also keine Gefahr. Okay, und wir kommen woanders hin. Mhm. Der Hinterausgang quasi von dem Haus. Na gut, und Sternkasse erstmal. Das ist immer gut. Und wir haben sogar damit die 30. Aber nur jetzt. Also normalerweise habe ich 29. Weil wenn ich jetzt sterbe und ich nochmal im Sternkreis starte, dann kriege ich ja nicht diesen einen Stern von gerade eben nochmal. Also da muss ich noch irgendwo anders auch einen Stern herbekommen. Oh Gott. Um Gottes Willen. Ach du Heilige. Genau, hier kann ich an Höhe gewinnen, wenn ich den Flatterflug halbwegs gut mache. Ja, Hilfe. Das Level wird auch wieder schlimm. da ist nix. Okay. Hochfahren. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl, dass ich schon irgendwas verpasst habe. Weil ich habe bisher echt wenig gefunden im Level bisher. Oder ist es einfach wirklich so lang? Weil eigentlich haben wir schon voll viel gesehen, finde ich. Einerseits die ganzen Speergeist und die Häuser von denen. Und jetzt hier auch nochmal so ein Felsabschnitt irgendwie. Und ich habe immer noch erst so wenig. Ich habe von beiden noch nicht mal die Hälfte. Weder von roten Münzen noch von Blumen. Das ist irgendwie kein so gutes Zeichen, finde ich. Hm. Aber ich habe keine andere Wahl, als weiterzugehen. So, jetzt wechsle ich mal auf DK, genau. Wäre ja gerade eben auch schon ein Vorteil gewesen. So. Und? Ja, mich... So, ums, genau. Sonst hätte mich der andere... Ja, ich mach's einfach so, komm. So. Okay. Ich aktiviere mal die noch nicht. Die Plattform. Bam. Ah, wie war das denn? Treffer von vorne. Egal. Okay, da ist eine rote Münze dabei. Die rote, da ist eine schnelle Plattform dann. Da muss ich schnell reagieren. Okay, aber das ist nur eine ganz kurze dafür. Also eine kurze Bahn. Mhm. Ja, und so schnell ist die auch gar nicht mal. Ja, komm. Geht das auch mit Stampfattacke? Natürlich nicht. Jetzt lass dich halt aktivieren, du dummes Ding. So, dankeschön. Denn da ist wieder ein Haus da oben. Achso, fährt gar nicht ganz nach oben, okay. Warte mal, was sagst du eigentlich? Triffst du diese karierten Blöcke mit einem Eif, wandst du sich in einen Lift? Ja, die kennen wir doch sogar schon, die Blöcke da. Das ist nichts Neues. Okay, hier ist eine Sackgasse. Sprich... Ne, keine rote Münze, ernsthaft? Na gut, dann halt nicht. Okay. Dann... Ja, ich komme da nicht hoch. Muss ich die blaue wiederum aktivieren? Wieder? Ne? Ja, okay. Ganz ruhig bleiben. Okay. Und komme ich von hier aus da hoch? Nee. Wie komme ich denn da hin? Ja, ich schieß mal nach oben. Nee. Hm. Ich meine, ich könnte irgendwie tricky von dem Gegner wegspringen oder so. Das war schon nicht so einfach. Ja, warte mal. Ich glaube aber, dass ein Speer... Na, ein Speergeil zu einem normalen Scheigeil wird, wenn ich ihn mal aufgefuttert habe. Ja, genau. Den kann ich hier oben platzieren und dann komme ich hoch. Aber das ist nicht so gedacht. Aber egal. Vielleicht ist es auch doch so gedacht, keine Ahnung. Das ist jetzt auch nicht so eine schwierige Technik. Oder ist gar ein Sternkreis, okay. Krass. Ohne rote Münze. Kann ich die irgendwie töten eigentlich, diese Art von Speergeist? Ah, okay, kann man. Sehr gut. So, jetzt sind eh alle tot. Bam. Und wir haben die 30 Sterne hier abgespeichert. Wunderbar. Okay, das ist gut. Aber ich meine, das war schon trotzdem wichtig, das Haus hier, weil da war ja auch eine rote Münze. Also da muss man zwingend hinkommen für 100%. Und ich weiß eben nicht, ob es da noch eine andere Möglichkeit gibt. Vielleicht ist es auch irgendwo wieder ein unsichtbarer Fragezeichenflatterer, der mich dann dahin bringt. Aber so wie es ich gemacht habe, geht es eben auch und das ist auch gar nicht mal so schwer. Also kann schon sein, dass jetzt mittlerweile in Welt 5 dann die Entwickler für 100% erwarten, dass man die Technik beherrscht, dass man Gegner platziert woanders und man dann von ihnen wegspringt, um an Höhe zu gewinnen. So, rums, rums. Rums, rums. Wunderbar. Rums, rums, rums. Okay. Hier noch. Mhm. So, jetzt haben wir immer noch erst 13 und 2. Alter, wie lang ist denn das Level? Ja, oder ich habe halt schon die Hälfte verpasst. Das kann natürlich auch sein. Dann wird es Sinn ergeben, dass wir erst zu wenig haben. Ich hoffe aber nicht. Noch ein Sternkreis, okay. Ja, das ist aber jetzt ein bisschen dumm dann irgendwie. Dann wäre es sogar, finde ich, leveldesignmäßig besser gewesen, hier keinen hinzumachen.
Und dass man halt als Belohnung dann dafür den gerade eben bekommt, wenn man es schafft, da hochzukommen zu dem Haus. Weil das fühlt sich jetzt gar nicht wie eine Belohnung an, weil jetzt da eh 2 Sekunden später wieder einer kam. Okay, Wind und Ranke. Ja, Mann. Ach Gott. Ja, egal. Ja, ist nicht so egal. Aber das, ich meine, anscheinend fehlt ja eh noch ultra viel. Also vielleicht kommt sogar nochmal ein Sternkreis. Keine Ahnung. Ist auch ein riesengroßes Level. Mit voll vielen verschiedenen Wegen und allem möglichen. Also könnte bisher das längste Level von allen sein. Was bei dir unten? Nix. Nur eine Falle. Okay. Wo bin ich jetzt eigentlich? Jetzt bin ich hier so oben. Ah, M-Blöcke sind da sogar auch noch. Da ist einfach alles. Da ist Wind, eine Ranke und, oder eine Liane und M-Blöcke. Hm, okay. Und wo bin ich eigentlich jetzt? Ach, hier ist das Ziel. Lol, ich hab einfach... Ach, und da ist nochmal ein Dieb im letzten Gebüsch. Jawohl. Und hier ist auch nochmal ein Haus. Was ist das eigentlich für ein Level, Mann? Das ist ja viel zu groß. Ich mach jetzt mal das einfach so. Ich muss aber natürlich nochmal nach unten gehen. Da unten ist vielleicht auch dann die Babymünze. Oder so. Ah, ne, hier ist sie. Oh, dann muss ich hier wieder mit jedem Baby einmal hin und das alles ausprobieren. Ach Mann, ey. Ist doof. Ja, ich glaube, Peach hatte jetzt schon länger keine mehr. Hm. Aber man könnte auch logisch argumentieren, dass man hier entlang rennen soll, um schneller nach rechts zu kommen. Und dann wäre es für Baby Mario irgendwie passender. Aber... Naja, ich weiß noch nicht. Aber jetzt muss ich erst nochmal zurückgehen und noch 3 Blumen da unten finden. Ganz bestimmt. Ja, ich habe alles verpasst in dem Level, ist mir schon klar. Weil 3 Blumen werde ich da nicht mehr finden. Eine schon noch. Vielleicht sogar 2, wenn ich Glück habe, aber auf jeden Fall nicht 3. Ich bleibe mal bei Dike erstmal und guck mal erstmal die Liane an. Ja, Mann. Kann ich den eigentlich so killen? Nee, aber zurückdrängen kann ich ihn. Aber es ist ein bisschen riskant, weil ich da leicht Schaden nehmen könnte. Na gut. Achso, nee, hier brauche ich Mario. Ah nee, okay, warte mal, das war eins weiter unten, glaube ich, mit der Liane. Richtig? Genau hier, ja. Mhm. Ah, hier ist nochmal ein Haus. Okay. Eieiei. Ja, Blume, das ist gut. Ah, und hier ist ein Wechselstorch direkt. Das ist sehr, sehr gut. Ja, weil ich müsste nochmal den ganzen Weg sonst zurücklaufen. Aber jetzt kann ich dann zu Mario erstmal hier wechseln oder sogar zu Peach und dann mit ihr gleich mit dem Wind auch weiterfliegen. Das ist sehr gut, ja. Okay. Ach stimmt, das muss jetzt DK machen. Weil nur DK kann von der Seite aus die Kiste kaputt machen. Das können die anderen nicht, soweit ich weiß. So. Durch den Dash eben, genau. Und das dürfte jetzt hoffentlich reichen. Von hier aus. Zack, perfekt. Okay. 2 Blumen fehlen noch und noch 4 rote Münzen. Wird immer noch sehr schwierig, glaube ich. Okay, ich könnte mir dann auch hier leicht rote Eier machen mit Baby Mario. Das merke ich mir mal, falls mir die Sterne dann am Ende nicht reichen. Wenn ich jetzt doch noch alles finden sollte. Ach, da ist auch noch eine. Okay, da komme ich dann mit Baby Mario hin, ja. Und da ist halt noch Wind. Okay, dann muss ich jetzt mal kurz zurückgehen. Achso, ne, halt, ich will ja hier gleich wieder Peach nehmen. Das ist besser. Moment. Ich meine... Vielleicht können wir sogar doch noch alles finden, weil hier ist jetzt schon noch einiges an Zeug. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Oh Gott. Ja. Okay. Hier. Ich kenne mich überhaupt nicht aus hier. Überall Wind. Oh, what? Was ist denn hier alles noch? Hilfe! Einfach so ein riesengroßes Areal nochmal, wo man frei entlang... ja, natürlich entlang fliegen kann. Cool. Mit Piranha-Pflanzen einfach irgendwo. Oh, und hier sind noch überall eventuell rote Münzen. Gehen wir nochmal hoch jetzt hier. Hallo. Da, ich darf jetzt aber nicht nach links reingeraten in die Piranha-Pflanzen. Ja, aber hier ist nichts mehr an. Nichts anderes mehr, glaube ich. Okay. Ja, ich hätte die Kamera umswitchen sollen, aber kann ich jetzt gerade nicht mehr, leider. Ich will noch mal kurz landen. Ja, oh Gott. Und die Kamera switchen. Dass ich unten bin. Weil ich muss sehen, was über mir ist. Da komm ich halt hoch. Hallo. Ach, der Wind ist hier nicht dauerhaft, oder wie? Was für ein Scheiß. Mann, ey. Okay. Dann kommt sogar, glaube ich, Peach hier gar nicht entlang, oder? Obwohl, nee, doch, das dürfte sie schon schaffen. Doch, jetzt bin ich ja schon wieder auf der Höhe von gerade eben. Ja, passt. Jetzt kann ich auch sehen, was über mir ist. Das ist auf jeden Fall besser.
Oh Gott. Ja, ja, natürlich hat mich der eine jetzt erwischt. Mann, ey. Da sind nämlich noch Münzen. Ja. Okay. Kann ich sogar noch stehen? Aha. Okay, wir finden noch alle Blumen. Tatsächlich, weil die andere habe ich ja auch noch gesehen. Und zwei rote Münzen fehlen noch. Okay. Ja, vielleicht können wir sogar doch noch hier alles entdecken. Wäre schon cool. Und ich könnte schaffen, mir dann noch Sterne zu holen. Weil wenn ich in die Tür reingehe, respawnen die Gegner ja auch wieder. Und ich kann mir dann auch beliebig viele Eier holen und auch beliebig viele rote Eier. Und ich muss halt dann ein bisschen geduldig sein, aber ich könnte es dann noch schaffen, meinen Sternzähler beliebig hochzubringen. Das würde gehen. Also wenn ich jetzt alles finden würde, dann würde ich das machen. Auf jeden Fall. Weil ich habe keinen Bock, das Level nochmal neu zu spielen. Komplett von vorne. Da geht es auf jeden Fall schneller, mir mit roten Eiern die Sterne noch zu holen. Ist zwar auch nicht mega einfach, aber geht auf jeden Fall schneller. So, jetzt noch kurz gucken. Mir fehlen ja auch noch rote Münzen. Zwei Stück. Aber hier sind noch einige. Also die Chancen sind auf jeden Fall gegeben. Ja, da unten wahrscheinlich. Oh Gott. Ne, hier ist noch eine. Okay, nice. Und da unten ist noch eine. Und dann halt noch die Blume. Dann haben wir alles. Nice. Sehr gut. Das habe ich überhaupt nicht mehr erwartet. Absolut nicht. Dass wir hier noch alles finden würden. Aber ist cool. So. Bam. Mhm. Alle roten Münzen. Nice. Und... ja, nee. Komm her. Die letzte Blume. Yay. So, ich kann mal sogar hier rote Eier machen. Wie viel fehlen mir? 8 Sterne, okay. Kann ich sogar vielleicht machen, ohne dass ich durch die Tür gehen muss. Und nochmal extra Gegner respawnen lassen muss und so. So, genau. Da oben sind ja einige Gegner. Einfach nur 4 von denen treffen. Und nicht selber jetzt erwischt werden. Dann... okay, 5 von den Gegnern erwischen. Also das hat ja auch für eine Range eigentlich. Habe ich gar nicht erwartet. Ich habe mich sogar voll erschrocken. Mann, ey. So, ich nehme mal die nicht, weil die treffe ich eventuell nicht. So, den treffe ich aber hoffentlich. Oder treffen würde ich die Piranha-Pflanzen schon, aber ich meinte, dass die Sterne dann nach unten fallen. Und dass ich die Sterne dann halt nicht erwischen kann. So. Der ist auch einfach. Okay, weil es war auch ein wirklich sehr, 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 sehr langes Level. Aber es ging sogar von der Schwierigkeit her. War schon trotzdem nicht so einfach. Aber... da war sogar 5-1 bisher noch schwieriger, würde ich sagen. Zack. Okay, dich kann ich auch erwischen. Zack. 28. Und zack. 30. Und ich hätte sogar noch ein rotes Ei übrig, wenn ich nochmal getroffen werden sollte. Ich muss dran denken an den letzten Busch, dass mir da nicht mein Baby geklaut wird von dem Dieb. Kann man sogar so ein bisschen erkennen, dass da einer drin ist. Ja. Ja, daneben geworfen. Egal. Wir haben alles. Münze haben wir auch. Nein, Münze haben wir nicht. Oder? Haben wir die Münze? Achso, nee, stimmt genau. Dieser hier rechts. Bitte. Bitte, bitte lass die für Baby Mario sein. Da habe ich jetzt nicht mehr dran gedacht. Bitte. Bitte. Nein. So. Mann, ey. Her damit. Gut. Ja, zum Glück habe ich überhaupt noch dran gedacht, bevor ich jetzt ins Ziel reingesprungen bin. Gut. So, wir haben immer noch alles. Jo. Jetzt können wir das Level abschließen. Puh. Das war anstrengend. Will ich jetzt wirklich das Castle auch noch machen? Oder will ich als Ausnahme mal nur ein Level spielen? Für den Part jetzt. Weil das war schon sehr, sehr lang, das Level. Und sonst würde der Part vielleicht 40 Minuten oder sowas werden. Das will ich eigentlich nicht. Ich meine jetzt, ich will zwar eigentlich immer zwei Level spielen, aber die werden halt wirklich ultra lang, die Level, und auch sehr schwierig. Und ich glaube, 5-4 ist auch sehr, sehr lang. Also, ja. Ich glaube, ich würde sagen, als Ausnahme, dass das hier war für diesen Part von Let's Play Yoshi's Island DS. Ich versuche beim nächsten Mal, mich aber ein bisschen mehr zu beeilen. Aber, keine Ahnung, ich habe versucht, hier mich auch zu beeilen. Aber ist halt nicht so einfach. Aber wenn das schnell geht, dann würde ich noch ein zweites Level ausspielen. Sehen wir dann, je nachdem, wie es läuft. Auf jeden Fall 5-4 kommt beim nächsten Mal mit dem nächsten Boss, nämlich einer Möwe. Mhm. Und das ist ein ziemlich cooler Bosskampf, finde ich, weil der ist echt nicht so einfach. Weil man da sogar tatsächlich leicht sterben kann gegen den, wenn man nicht aufpasst. Und ansonsten ist der auch cool, der nutzt wieder schön die Vertikalität vom DS aus und so. Und das Level ist, glaube ich, auch nicht so einfach. Aber nichts ist mehr einfach in Welt 5. Mal gucken, wie es beim nächsten Mal läuft. Okay, also dann, Leute, bis zum nächsten Mal.